Runde, hier ist euer Olli. Na, Moment mal, das war ja ein ganz anderer. Läuft die Kamera schon? Herzlich willkommen bei The Whiskey Waiter. Na, das ist auch ein anderer. Was ist denn los? Herzlich willkommen bei Ash's Whiskey. Na, das ist auch falsch. Jetzt aber richtig herzlich willkommen bei Bavarian Redneck Whiskey, liebe Whiskey-Freunde. Gleich geht's weiter nach dem Intro. Hau ich So, liebe Whiskey-Freunde. Ich hoffe, bei meinen Kollegen geht es total in Ordnung, dass ich heute eine kleine Parodie gemacht habe. Ich habe tatsächlich vor, mal von Whisky-Tubern ein Parodievideo zu machen. Entweder mehrere kleine Videos oder ein langes, ja, wo ich verschiedene Whisky-Tuber ein bisschen parodiere. Natürlich mich selber auch. Damit es fair ist, natürlich. Aber die habe ich schon so lang. Aber ist nicht das heutige Thema. Das heutige Thema ist, habe ich schon mal eingeschenkt, Blind Sample vom lieben Olli vom Kanal Wasser und Malz. Beim Olli oder vom Olli habe ich drei Samples gekriegt. Alle mit einem aufgeklebten Zettelchen, mit einem Fragezeichen und einer Nummer. Natürlich fangen wir mit der Nummer 1 an. Der Kollege hier ist vermutlich nicht gefärbt. Ja, er ist relativ hell. Und beim Olli geht es bei mir in zwei Richtungen oder zwei groben Richtungen schon mal. Es ist entweder ein Schotte oder ein Rye. Da bin ich mir ziemlich sicher, eins von beiden wird es sein. Weil wenn ich mir seine Videos so anschaue, es ist sehr viel schottisch und er hat auch immer wieder mal so Ryes zwischendurch und macht ein Vergleichs. Ich glaube, dass ich auch schon ein Vergleichstasting von Rye und so gesehen habe. Da ist der Olli, glaube ich, auch so ein bisschen Fan davon. Und dann riechen wir doch gleich mal ran. Und ich möchte gleich dazu sagen: Im Blind Tasting, da bin ich eigentlich, muss ich sagen, jetzt so im Vergleich zu anderen, was die da oft sagen, richtig scheiße. Ja, so ehrlich muss ich sein, ich bin total schlecht im Blind Tasting. Da habe ich mich schon sehr oft ziemlich blamiert und habe da total daneben gegriffen. Aber schauen wir mal. Also eins steht schon mal fest. Es ist kein Bourbon, aber es kommt eine tolle kräutrige Note, vielleicht mit einer sogar einer dezenten Rauchigkeit, so ganz minimal. Ein paar süße Anklänge. So ein bisschen so zitrusfruchtig, aber eher so süße Zitrusfrüchte, also eher so vielleicht Orangen oder so. Und also Getreidenoten, eher schon fast so ein bisschen brotig. Was mich doch jetzt dann tatsächlich stark zum Rye tendieren lässt und kein schottischer Single Malt oder was auch immer aus Schottland. Was mich, wie gesagt, jetzt beim Olli nicht überraschen hat. Aber welche Brennerei und so. Pah. Dafür habe ich mit Rye tatsächlich zu wenig Erfahrung. Was habe ich denn an Rye selber? Ich glaube, ich habe eh nur den Sliers Rye habe ich offen.
dann von Simons Feinbrennerei habe ich einen Rye da, der ist aber noch verschlossen, den habe ich nicht probiert. Und ansonsten habe ich irgendwann einmal den Knob Creek Rye probiert, aber auch Jack Daniels Rye, verschiedene. Aber von denen ist das keiner. Schauen wir mal, wie der schmeckt. Kräftiger, würziger Antritt. Da kommt jetzt tatsächlich mehr Alkohol rüber als in der Nase. In der Nase war der Alkohol gar nicht. Mag aber jetzt Trolling, weil meine Zunge vielleicht jetzt auch an Alkohol gerade nicht so gewohnt ist, weil den letzten Whisky, den ich getrunken habe, ist jetzt doch schon wieder über eine Woche her. Aber da kommt auch wieder diese Kräuternote. Eiche kommt jetzt auch, oder Holznote, ob es jetzt unbedingt Eiche ist, ja, vermutlich ja, aber man weiß es ja immer nie zu 100%. Auch die Süße kommt wieder und auch wieder so ein bisschen so diese brotigen Noten. Und irgendwas, was ich nicht so ganz definieren kann, aber nichts Unangenehmes, ja. Vom Alkoholgehalt, Alkohol geht schon los. Ja? Alkoholgehalt, da die jetzt behaupten, mindestens 43%. Vielleicht sogar 45 oder 46. Keine Ahnung. Sollen wir das Geheimnis mal lüften? Wo geht's denn da los mit Tesa da? Ui. Oh. Also, ich war zumindest schon mal jetzt gar nicht so verkehrt. Es ist ein Rye, 43,4%, 4 Jahre alt, französische Eiche. Nur wie man das ausspricht, habe ich keine Ahnung, Olli. Ja, vielleicht klärst du uns da im nächsten Video mal auf, wie man den ausspricht. Ich weiß jetzt auch nicht, ist das ein D oder ein. Ich glaube, es ist ein D. Fallendar. Würde jetzt hier, wie man es wörtlich ausspricht, da stehen. Malt of Kyle oder Malthof Kyle 3.11. War ich nie drauf gekommen, Olli. Aber geiles Teil. Ich hoffe, du siehst das Video und schreibst mir dann vielleicht einmal drunter die Daten nochmal richtig und vielleicht in deinem nächsten Video klärst du uns dann vielleicht auf, wie man den richtig ausspricht. Ja? Und wenn du das nur mir sagen merkst, du hast ja meine Handynummer, dann schickst du mir halt vielleicht eine kurze Sprachnachricht, ja. Hey, aber ich bin begeistert, ja. Ich habe gesagt, mindestens 43%. 43,4, oder? Ich habe auf ein Rye getippt. Es ist ein Rye. Da bin ich ja schon fast zufrieden, gell? In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Wir hören uns. Macht es gut. Bitte euch.